In einer Dimension aus zweiter Hand. In einer Ebene, die niemals hätte fliegen dürfen. Irgendwo, in den Tiefen von Ankh-Morpork, wird ein finsterer Plan geschmiedet. Drachen! 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 Drachen, 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 Drachen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei meinem gewohnten Spezial. Hey, pass doch auf, wo du hinläufst. Bis bald. Verschwinde. Lass mich alleine. Verflucht nochmal. Wenn du dich nicht verkrübelst, werde ich... Ich... Oh, oh, jetzt verschwinde von der Bildfläche. Schon besser. An solchen Nächten würde ich große Opfer bringen, für was Vernünftiges zu essen. Würde es dir etwas ausmachen, die Hände hochzuheben? Warum? Was passiert dann? So läuft das Spiel. Ich sage Hände hoch und du nimmst deine Hände hoch. Was sagst du? Es ist eine Tradition, ein etabliertes Ritual zwischen Räuber und Opfer. Du bist das Opfer und ich bin wie gesagt der Räuber. Also bitte, nimm jetzt deine Hände hoch. Warte mal ein Dingsbums. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, weißt du? Jetzt mach schon, na los! Okay, okay. Wo soll diese Stadt noch enden? Ein Mann kann noch nicht einmal in Ruhe etwas trinken. Na also, war das jetzt so schwer? Wenn du mir jetzt nur noch... Oh, verflucht. Unsichtbare Universität. Heim für die besten Zauberer auf der Scheibenwelt und ein oder zwei der schlechtesten. Also jetzt hör mir mal genau zu. Diese ganzen Gerüchte über Drachen. Aber mein Herr, Drachen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Richtig, richtig, wie auch immer. Trotz aller Gerüchte über den Drachen in dieser Stadt haben die Zauberer der unsichtbaren Universität die Pflicht, ihre öffentlichen Aufgaben auszutragen. Wir müssen diesen Drachen finden und ihn vernichten. Ja, aber wie? Wer? Überlass das Wie nur mir. Was das Wer angeht, nun, ich glaube, ich kenne genau die richtige Person. Warum sagst du nicht Rincewind Bescheid?
Rincewind! Wach auf, Rincewind! Der Erzkanzler will dich sprechen! Ja, ein mysteriöses, vielleicht auch unheilvolles Etwas. Ein Etwas, das voller Etwas steckt. Vermutlich handelt es sich um ein dramaturgisches Element. Sonst hätte es eine bessere Bezeichnung bekommen. Oh nein! Es ist schrecklich! Hey, Moment mal, das bin ich! Ein attraktiver Bursche, nicht wahr? Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. Das verdammte Ding hat keinen Knauf. Eine schnarchende Truhe. Das ist mal was Neues. Na, das bringe ich gleich in Ordnung. Nein, ich kann es nicht bewegen. Das ist mein Geldbeutel, wenn er doch nur voll wäre. Nein, ich kann es nicht bewegen. Das funktioniert. Das funktioniert. Wenn ich eine Na bitte, ich bin nicht umsonst Zauberer. Na bitte. Na bitte. Ein alter Zauberer, der sich einen Bart wachsen ließ. Hauptsächlich deshalb, weil die Rasiercreme so viel kostet.